Leute, und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es wieder mal um Schmetterlinge, und zwar habe ich zwei große Morphodilios bestellt, schon vor einer ganzen Weile her. Ich denke, ich habe die schon seit 2 Monaten oder so, und ich habe die jetzt eingeweicht. Ganz viele, eins, zwei Leute haben mich gefragt, wie ich die einweiche und wie das so geht und bla bla bla. Und zwar ganz einfach, Leute, es gibt andere Personen, die kaufen sich da extra im Internet irgendwelche Flüssigkeiten zum Aufweichen, die dann kosten. Und ich sag's euch, das ist sowas von unnötig. Theoretisch könntet ihr die Insekten auch einfach in komplett normales Wasser aufweichen. Das Problem dabei ist, man geht ein Risiko ein, dass die Tiere dann anfangen zu schimmeln, und das will man natürlich nicht. Deswegen nimmt man ganz normales Fensterputzmittel. Ihr braucht keine teuren Weichessenzen oder was weiß ich was, das ist alles kompletter Scheiß. Und ich zeige euch jetzt alles gleich, wie ich das so mache. So Leute, hier habe ich jetzt das Spannbrett. Das braucht ihr einfach, um die Insekten zu präparieren. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie die Maße von dem sind, und die sind auch recht teuer im Internet. Ich habe einfach einen Händler angeschrieben und habe gefragt, ob er irgendwo so alte Spannbretter rumliegen hat, die er nicht mehr braucht. Und deswegen habe ich den, glaube ich, um 11 oder 12 Euro bekommen, was sehr billig ist. Dann habe ich noch solche, einfach solche Nadeln. Die habe ich auf, bei AliExpress habe ich die gekauft. Ich habe 3 solcher Dinger. 2 habe ich bei AliExpress gekauft, glaube ich, und dann bei Amazon. Also die selben gibt es auch auf Amazon. Dann braucht ihr noch Spannstreifen. Das sind bei mir Spannstreifen. Also da gibt es auch professionelle zu kaufen, aber das ist ja alles für die armen Leute. Ich habe die Spannstreifen, ja logisch. Ich habe einfach in irgendeinem Papierladen ein dünnes Papier gekauft und die alle zugeschnitten, selbst mit der Schere, deswegen sind die auch nicht gerade. Und das funktioniert auch genauso. Ihr braucht wirklich nicht teure Dinge im Internet zu kaufen, wenn ihr das Geld dafür nicht habt. Ich habe jetzt hier so ein Papier noch gefunden, das ist ein anderes als dieses, und das schneide ich mir jetzt einfach selbst zu. Theoretisch könntet ihr eigentlich auch ganz normales Backpapier nehmen. Wenn es nicht zu dick ist, also wenn ihr so ein dünnes Backpapier habt, dann könnt ihr eigentlich auch das nehmen. So, und hier sind jetzt die Schmetterlinge. Das sind 2 große Morphodilios. Und wie ihr seht, ich habe hier einfach so Papier drinnen. Das habe ich vollgespritzt, bis es ganz nass war, mit Fensterputzmittel. Und da habe ich so 2 Stückchen reingelegt, einfach damit die Flügel nicht in diesem Mittel da rein liegen. Weil ich Angst hatte, dass, keine Ahnung, dass sie irgendwie beschädigt werden oder so. So, also das ist der Schmetterling. So sieht er aus. Und ihr merkt, ob die genug auch aufgeweicht sind, wenn sich die Flügel leicht bewegen lassen. Seht ihr, die Flügel öffnen sich. Seht ihr, wenn ich so mache, lassen sich die Flügel ganz einfach öffnen, und genau so sollte es sein. Wenn es schwer ist, die Flügel auseinander zu bekommen, dann lasst sie noch aufweichen, sonst macht ihr die Schmetterlinge kaputt. Das, was ihr jetzt machen müssen, ist so eine Nadel nehmen. Ich öffne hier schon mal dieses Dingsbums und schütte einfach. Super, das habe ich alle rausgeschüttet, aber normal schüttet man ein paar raus oder sticht sie sich irgendwo auf oder so, dass ihr sie einfach hernehmen könnt, und nicht so, wie ich das jetzt gemacht habe, aber okay. Und wir müssen es jetzt schaffen, die Flügel auseinander zu bekommen und eine Nadel durch den Thorax zu stechen. Ich zeige euch jetzt genau, wo das ist. Okay, ich habe den jetzt aufgestochen. Ihr müsst darauf achten, dass die Nadel so schön 90 Grad zeigt. Wenn das jetzt nicht ganz genau ist, ist es nicht so schlimm. Aber halt nur, damit ihr euch ungefähr orientieren könnt. So. Thank you.
Ich mache jetzt die Flügel nach unten und mache sie jetzt einfach mal fest. Also die sind noch überhaupt nicht schön ausgebreitet oder sonst was. So, ich habe jetzt die Flügel einfach irgendwie nach unten gemacht, einfach nur, dass ich besser damit arbeiten kann, weil es sonst irgendwie schwierig ist. Und hier werde ich jetzt noch ein Stück wegschneiden, weil dieses Teil sonst die Flügel so umbiegt und das sollte eben nicht sein. Deswegen versuche ich das jetzt irgendwie so zuzuschneiden. Okay, also wie gesagt, ich habe jetzt, das ist jetzt hier komplett falsch, aber ich habe einfach nur mal die Flügel nach unten gemacht, weil ich sonst hier nicht so gut arbeiten kann. Und ganz wichtig ist, die Flügel, die müssen genau auf dieses Brett aufliegen. So, dann würde ich mal sagen, fangen wir an. Ich habe übrigens solche Pinzetten. Das sind nicht richtige Entomologie-Dinger, sondern ganz billige Pinzetten. Ich kann mir einfach die professionellen gerade nicht leisten, aber sobald ich das kann, werde ich mir auf jeden Fall besseres Zeug holen. So, das erste, was wir jetzt machen, wir kümmern uns jetzt hier um diese vorderen Flügel und das Ende des Flügels muss ungefähr nur, dass man sich orientieren kann, 90 Grad zum Körper des Schmetterlings zeigen. Und zwar machen wir jetzt diese Nadel hier weg. Hier sind die, diese Blutvenen von dem Schmetterling. Und diese sind hart und daran können wir die Pinzette festsetzen und den Flügel langsam nach oben schieben. Okay, das ist jetzt mal das Zwischenergebnis. Ihr seht, diese Linien habe ich vorhin gemeint. Diese sollten ungefähr 90 Grad zum Körper stehen. Ich glaube, diesen werde ich nachher dann nochmal ein bisschen nach oben machen. Und keine Sorge, das muss nicht alles sofort perfekt sein. Ihr könnt immer wieder Dinge verschieben und Dinge richten. Deswegen ja, ist es nicht so schlimm, wenn man das nicht sofort perfekt nach oben gezogen hat. Und was ich bei einem Video mal gesehen habe, ist, dass der Typ die Nadeln in die Flügel reingestochen hat. Das hat natürlich überhaupt gar keinen Sinn, macht das auf keinen Fall, weil dann macht er ja die Flügel kaputt. Ich habe keine Ahnung, was der sich dabei gedacht hat, aber jedenfalls hat er die Nadeln immer in die Flügel gesteckt und das sollte natürlich nicht sein. Und ja, ich kümmere mich jetzt um diese unteren. Die schiebt man hoch, bis man hier so ein kleines V hat. Also ihr seht, dieses V ist viel zu groß. Man muss den Flügel etwas nach oben machen, hinter, also unter den vorderen Flügel, weil das ist so, wie der Schmetterling das auch natürlich hat, bis man hier ein kleines V hat. So, was ich ja immer mache, ist, ich lege irgendwas auf den vorderen Flügel, damit das etwas angeschwert ist, weil ich muss ja jetzt diesen Flügel hier darunter bekommen. Diese Nadeln stehen mir da im Weg. Wenn ich die Nadeln aber wegmache und nichts auf den Flügel drauflege, dann kommt der Flügel so wieder nach unten, dann habe ich das Ganze umsonst gemacht. Deswegen legt euch da vielleicht etwas drauf, damit dieser Flügel eben oben bleibt. So, ich habe jetzt das Licht nochmal verstellt. Ich hoffe, so ist es jetzt ein bisschen besser zu sehen, weil vorhin hat es irgendwie so viel Schatten gemacht mit meinen Händen. Aber ich
hoffe, jetzt sieht es besser aus. Und ja, das nächste, was wir jetzt machen, also ihr seht jetzt, hier ist ein kleines V jetzt. Und ich werde diesen Flügel, weil ich noch nicht so ganz damit zufrieden bin, noch ein bisschen nach oben machen und dann eventuell diesen unteren Flügel ein bisschen nachrücken. So, ich glaube, diese Seite würde ich dann auch so lassen, aber wie gesagt, eventuell, falls mir dann im Endeffekt etwas nicht passt, dann kann man das immer noch umändern. Deswegen, da muss man sich echt keine großen Sorgen machen, außer man muss halt schauen, dass beide Seiten gleich aussehen, aber das ist wirklich nicht so schwierig. Irgendwie gefällt es mir so besser mit ein bisschen einem größeren V, deswegen ändere ich es hier wieder und mache ein bisschen ein größeres V. Okay, also so wäre ich eigentlich damit zufrieden. Und normalerweise bei anderen Schmetterlingen ist das untere Abdomen noch dabei. Den entfernen sie bei dieser Sorte immer, bei dem Morphodidius. Ich habe mal gehört, wegen den Flüssigkeiten, irgendwie sowas. Deswegen ist er gar nicht dabei. Normalerweise würde ich den sonst auch irgendwie so schön gerade stellen und reparieren. Aber hier ist es nicht nötig. Und die meisten lassen die Fühler einfach so. Ich aber versuche die dann auch immer so schön gerade hinzubekommen, aber das könnt ihr auch so lassen, wenn ihr wollt. Das ist jetzt kein Muss oder so. Okay, so ungefähr. Also die Fühler müssen jetzt nicht perfekt sein, aber einfach nur, dass sie etwas ordentlich aussehen. Und ja, so sieht das Ergebnis jetzt aus. Ihr müsst jetzt den Schmetterling so lassen, und zwar für einige Tage. Wie lange genau, kann ich euch jetzt, um ehrlich zu sein, nicht sagen. Ich lasse die einfach so eine Woche, anderthalb Wochen einfach so auf dem Spannbrett, damit sie wieder hart werden und in dieser Position bleiben. Ihr könnt sie dann einrahmen oder in einen Schaukasten geben, wie ihr wollt. Aber ja, also ich lasse den jetzt einfach so ein paar Tage und dann zeige ich euch den nochmal. Und den zweiten Schmetterling, den mache ich jetzt hier darunter und ich würde sagen, das mache ich einfach in Schnelldurchgang. Okay Leute, hier habe ich jetzt ein gutes Beispiel, wenn ihr Schmetterlinge nicht präparieren sollt. Seht ihr die Flügel? Bis hierhin gehen sie leicht auf und hier spannen die ziemlich. Also wenn ich die jetzt einfach nach unten klappen würde, dann würden die abbrechen. Deswegen legt sie nochmal in dieses Dingsbums mit der Feuchtigkeit drinnen
und lasst sie noch mal 1-2 Tage aufweichen. Also wenn ihr merkt, dass, okay, bis hierhin geht es leicht, aber später dann, seht ihr, das müsste ohne irgendwelchen Kraftaufwand einfach nach unten gehen. Das tut aber nicht. Und deswegen ist dieses Tier noch nicht bereit, präpariert zu werden. Also hier habe ich jetzt den zweiten Schmetterling. Dann kann ich euch ja frisch zeigen, wie ich die Tiere aufweiche. Also ihr nehmt ganz normales Fensterputzmittel. Einfach richtig reinsprühen, damit das Ganze schön nass ist. Und ich habe auch gesehen, dass Leute die Schmetterlinge dann einfach da reinlegen, aber keine Ahnung, ich fühle mich damit nicht wohl. Deswegen habe ich einfach so stinknormale Stücke und dann lege ich den Schmetterling drauf, damit er nicht im direkten Kontakt zu dem Mittel da steht. So, und also ihr habt schon gesehen, ich habe diesen Schmetterling schon aufgestochen mit der Nadel. Die Nadel habe ich jetzt einfach drin gelassen, das ist egal. Dann kommt ein Deckel drauf, also der Deckel kommt drauf und dann lasse ich den 2 Tage noch im Kühlschrank und dann präpariere ich den erst. Noch einen kleinen Tipp für alle Katzenhalter: Haltet die Schmetterlinge fern von euren Katzen, weil meine Katze, also das, was ihr hier seht, das war meine wunderbare Katze. Und wenn ihr euch denkt, wieso sieht denn der so komisch aus, das ist, weil ich den zusammengeklebt habe. Ich wollte den irgendwie noch retten. Oder hier an der Seite. Also hier an der Seite seht ihr, ist er beschädigt. Also das war alles meine Katze und deswegen haltet eure Schmetterlinge fern. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann bitte in die Kommentare. Ich werde sie alle beantworten. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.